Und schon kommt der Mann mit der Sackkarre. Die Maschine soll unbedingt mit, noch bevor die Kundin einen Auftrag unterschrieben hat. Die haben nur eins im Sinn, Geräte mitnehmen, Geräte mitnehmen. Weil wenn es erstmal in der Werkstatt ist, dann kannst du ja alles dazu fantasieren, wie wir bei der Firma gemacht haben. Lauter Einzelteile, lauter Arbeitsstunden etc. pp. Während die beiden Herren im Keller den Abtransport vorbereiten, bringe ich mich in Position. Guten Tag. Jetzt müssen wir runter. Paul und ich warten vor der Tür auf die beiden. Sie wuchten den schweren Totalschaden hinaus. Machen Sie sich die Mühe nicht. Warten Sie mal. Stellen Sie mal ab, stellen Sie mal ab. Ihr Rücken, Ihr Rücken. Meine Güte. Tag. Peter Giesel von Kabel 1. Grüße Sie. Sie müssen gar nicht weitermachen. Einer der beiden hat die Situation offenbar sofort durchschaut, verschwindet im Keller, um sein Werkzeug zu holen. So, Tachchen. Was haben Sie denn da vor mit der Dame? Sie wissen doch, dass das Ding Totalschaden ist. Die können Sie gar nicht mehr reparieren für ordentliches Geld. 500-600 Euro. Wer sagt das? Sie haben es gerade gesagt. Sie haben gerade einen Preis annonciert. Ja. Sie haben gesagt, mit 500 müssen Sie rechnen. Warten Sie mal jetzt. Ja, die Maschine, Lager. Die Maschine ist 21 Jahre alt. Ja. Sie und? Wissen nicht einmal, wie viele Stunden das die drauf hat. Die kann auch 60 Jahre alt sein. Nee, so alt wird sie keine. Es wird keine sein, Waschmaschine sie so alt. Die Maschine. Die müssen Sie gar nicht erst mitnehmen. Sie Techniker oder Meister? Er ist Techniker. Ich bin Gutachter. Und er ist Gutachter. Und wir haben uns genau das gerade eben gesehen, was Sie auch bei einem anderen Zuschauer von uns. Waren Sie auch in Potsdam beim Herrn Schulze? Können Sie sich daran erinnern? So ein älterer Herr, 85, mit so einem Toploader. Sie fragen mich jetzt irgendwas. Wissen Sie nicht? Ich kann es zumindest sagen, weil wir haben ein Foto gesehen, wer da war und so. Da ja, ging es genauso ab. Hm? Da haben Sie auch. Hallo. Ja. Müssen Sie überhaupt hier filmen? Ich darf hier filmen. Zeigen Sie mal Erlaubnis. Ich muss keine Erlaubnis zeigen. Überhaupt nicht. Ich darf hier filmen und ich habe gerade einen schönen Beweis von Ihnen bekommen, dass Sie die mitnehmen wollen, um der Frau richtig Geld aus der Tasche zu ziehen. Keine Einsicht, nur noch Abfahrt. Ein ehrlicher Reparaturdienst flieht nicht, wenn man ihn zur Rede stellt. Die beiden Herren wissen genau, was sie hier tun. Wer verdient hier das Geld? Die da und viel zu viel. Was wäre der richtige Weg gewesen gerade? Der ganz normale Weg wäre gewesen, er prüft es nach, die Trommel dreht sich, die Maschine hat einen Lagerschaden, da alleine ist schon Feierabend. Ja. Dann sind die Stoßdämpfer noch kaputt. Er hat nicht einmal reingeschaut. Hauptsache und mitnehmen. Das kommt danach im Nachhinein noch dazu. Mhm. Das ist das Problem. Der macht das auf und wir haben es ja gesehen auf den Rechnungen. Da wird irgendwas unten hingeschrieben mit Inspektion Nummer 70 Euro. Hier, das sind so Rechnungen, die man dann bekommt von dem, genau. Von dem Schuppen. Ne? Hier, Anfahrt, Abverlieferung. Was vergesst du, was wir schon gesehen haben beim Herrn Schulze? Richtig. Hätte 20 oder 30 Euro Entsorgungskosten, wäre die Sache erledigt gewesen. Alles der hätte doch eine neue Maschine verkaufen können. Natürlich. Das hätte ich ja machen können. Aber er ist kein Verkäufer, er ist Reparateur. Und einer von den Reparateuren, die, wie wir bewiesen haben, abzocken. Und zack, da haben wir den Mann und dessen Firma wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Chef war oder irgendein Mitarbeiter. In jedem Fall haben die ein Geschäftsmodell und das ist überteuerte Reparaturen. Was hast denn du heute, Joanna, aus diesem Tag gelernt? Na, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen entsetzt, ja, dass man Leute, die jetzt keine Ahnung, so wie ich zum Beispiel, also ich hatte jetzt keine Ahnung, was kaputt war und so weiter. Ich würde wahrscheinlich 700 Euro bezahlen. Ja, und vor allen Dingen, meistens ist es ja so, dass dieser Kostenanschlag, der quack irgendwo mal einfach in den Raum gestellt wird, ne? Ja. Dass der meistens ja nicht stimmt, haben wir ja hier gesehen, sieht man woanders immer wieder. Auch diese Reparatur wäre mit Sicherheit noch wesentlich teurer geworden. Mhm. Das nächste ist ohne Mehrwertsteuer, das Ganze erst einmal gesagt. 19% kommt drauf. 19% noch drauf. Also dann liegen wir irgendwo bei 7, bei dem wahrscheinlich bei 800 Euro nachher zum Schluss, wenn das Ganze fertig ist. Und das ist glasklar Abzocke. Das ist das Geschäftsmodell dieses Unternehmens. Die Sackkarre vom Tor, der LKW schon startbereit. Hauptsache das Gerät mitnehmen. Wer macht denn sowas? Was ist denn das für eine Firma? Wo sitzen die? Oh, in Berlin. Wussten wir ja. Warum fahre ich da nicht einfach mal vorbei? Es geht am selben Abend nochmal zurück nach Potsdam zu Klaus-Hanfried Schulze. Von der eben gesehenen Firma hat er wahrscheinlich nur noch wenig zu erwarten. Wichtig ist, dass der Rentner wieder waschen kann. Deshalb haben wir eine kleine Überraschung für den 85-Jährigen. Herr Schulze. Hallo, Herr Schulze. Kommen Sie mal kurz raus. Wir hätten da was für Sie. Ja. Was halten Sie von der hier? Ein Riesenmonsterding. Na, Sie wollen ja waschen. Sie wollen doch waschen, oder? Oh, ja, na klar. Wollen wir mal reinkommen mit der? Ja, machen wir. Ja, kommen Sie mal. Ja, das ist doch mal eine Überraschung hier. Was halten Sie davon? Ich bin sprachlos.
Das ist doch mal eine schöne Überraschung, oder? Ja, eine Riesenüberraschung. Ich mache das aber gern oder wir machen das gerne. Reiner Wahnsinn. Da schießen wir sie erstmal an, bis das erste Wasser läuft. Ich würde mal den Paul jetzt 10 Minuten geben. Der muss ja noch umstellen und so weiter. Ich würde ihn mal machen lassen und dann schauen wir es uns gleich an. Okay. Aber das wäre erstmal unser Ding für Sie. Weil das darf nicht sein, dass jemand, ohne das zu wissen, einfach so an der Nase rumgeführt wird. Erst recht nicht von diesem Buben, die ich da erlebt habe. Macht ihr mal erst. Der 26 Jahre alte Oldie hat ausgedient. Die Maschine hat sehr lange gehalten und darf jetzt in die ewigen Waschgründe. Aber ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Mach's gut. Ja, letzter Gruß. Das wird treue Dienste erwiesen. Die neue Maschine ist zwar ein bisschen größer, was nicht ganz passt, wird passend gemacht. Paul schließt das Gerät fachmännisch wieder an und bereitet alles vor, sodass Herr Schulze nach über 3 Monaten ohne Reparatur endlich wieder waschen kann. So, Herr Schulz. Er fällt schon fast um vor lauter Freude. Sie haben hier einen Schalter. Ach, die hat schon angestellt. Ist fertig, die läuft schon. Die läuft schon. Die läuft schon. Wir können nachher die erste Wäsche schon rein tun, wenn Sie Waschpulver haben. Wichtig war es uns jetzt, auch dem Paul, dass Sie eine neue Maschine haben, genau, und mit der erstmal waschen können. Eine Fläche für Ihre Küche haben Sie auch. Ich hoffe, Sie sind einigermaßen zufrieden. Die ist toll. Und ich hoffe, dass er noch sehr, sehr lange hält. Und eins verspreche ich Ihnen, da sind jetzt alle Teile funktionieren, dass das Ding ist angeschlossen, da tropft nichts, da leckt nichts. Ihnen. Und Sie sparen eher Geld, als dass Sie Geld zum Fenster rauswerfen. So ist es. So ist es. Zufrieden? Ja. Das ist gut. Herr Schulze kann wieder waschen. Aber was ist mit seiner alten Maschine und der Anzahlung an die Firma mit der unverschämt hohen Rechnung? Insgesamt beläuft sich Ihre Rechnung auf 640,22 Euro. Die alte hat sich Experte Paul genau angesehen und dabei komplett zerlegt. Sein Urteil schickt er mir per Video. Tja, ich habe mir die Mühe gemacht, nochmal an dieser Bauknecht, an dem Toploader, die kleine Elektronik rauszubauen. Es gibt hier einen Datum drauf, einen verschlüsselten Datum von dem Hersteller. Da habe ich also nochmal eruiert das Ganze und habe nachgefragt. Diese Elektronik ist wirklich 96 gebaut worden und dann anscheinend 97 in den Toploader reingekommen. Es gibt keine Teile auf dem Bauteil, wo neu reingekommen wäre oder wo irgendwie ersetzt worden wäre oder nachgelötet wurde. Also gar nichts. Die ist original geblieben, wie es war. Und natürlich wurde das ganze Teil auch verrechnet. Ohne Nummer, ohne allem. Auf der Rechnung haben wir ja gesehen. Das Problem ist einfach, hier wurde der Kunde über den Leisten gezogen. Und zwar gnadenlos. Mit diesen fachmännischen Fakten bin ich nochmal in Berlin an der Firmenadresse des Reparaturdienstes. Auf seiner Homepage sind insgesamt 12 Adressen angegeben. Über das ganze Berliner Stadtgebiet verteilt. Gerade so, als solle jeder Kunde glauben können, der Betrieb befindet sich gleich um die Ecke. An allen Adressen das ähnliche Bild. Ein Wohnhaus ohne Hinweis auf einen Betrieb für Haushaltsgeräte. An der offiziellen Firmenadresse finde ich immerhin ein Ladengeschäft. Hier passt tatsächlich alles zum Internetauftritt. Gleich an der Tür treffe ich den Vertreter des Chefs, so sagt er. Er möchte nicht erkannt werden, ist aber bereit zum Gespräch. Toll. Das ist ein ganz einfacher Fall. Ihr seid ein riesen Reparaturbetrieb, sehen wir diese ganzen Adressen im Internet. Die gibt's nicht alle. Hier ist der Laden. Ne? Hier ist doch, Zentrum. Gab's da mal? Gab's mal. Ach so. Ja, ja. Und dann haben wir eine Vision gemacht, weil da hat es nicht mal gelohnt. Alle zusammen in einen sozusagen. Zusammen gemacht. Ja, genau. Jetzt haben wir hier einen Mann, ganz netter Mann. Der hat eine Waschmaschine gehabt. Toplader hat er. Toplader, der seine Rechnung nicht bezahlt hat. Ja, weißt du, warum er sie nicht bezahlt hat? Weil die Maschine gar nicht angefasst wurde. Das stimmt nicht. Doch, weil wir haben sie im Sachverständigen gegeben. Pass auf. Hinten wurde gar nicht aufgemacht. Nie aufgemacht. Hier steht drin, Rechnung, ich habe gesehen, die Teile. Da steht Elektronik-Reparatursatz. Da ist keine neue Elektronik drin. Es ist die alte, sogar mit Seriennummer drin. Ja, wenn da steht Satz, das bedeutet, er wurde repariert. Sie geht nicht, sie ist kaputt. Wir haben sie im Sachverständigen gezeigt, der hat sie auseinandergenommen. Das kann ich nicht vorstellen. Er hat, doch, wir haben es sogar auf Kamera. Wenn wir schriftlich geben, 3 Jahre Garantie. Ich weiß. Das bedeutet, der Kunde hat 3 Jahre Garantie. Ja, aber der war ja vor Ort, ging die schon nicht. Wir haben sie auch angeschlossen, die ging nicht. Der Mann lässt sich nicht erweichen. Bleibt bei seiner Geschichte. Die 300 Euro Anzahlung will er auch nicht rausrücken.
Dann würde ich den gerne Gutachten sehen, also was er geschrieben hat. Ja, das können wir auch machen, aber so weit müssen wir es ja nicht kommen lassen, dass wir uns um Gutachten streiten. Wir haben euch auch noch mal erlebt an einem anderen Ort. Da hatten wir auch eine kaputte Totalschadenmaschine. Mhm. Und da hat der Kollege nicht aufgeklärt. Ja, die lassen kein Gerät raus, der nicht geöffnet wird. Das ist doch der Lächeln. Warum geht man 3 Jahre Garantie? Okay. Wenn ich Ihnen 3 Jahre Garantie gebe und Sie machen eine Reklamation, was will ich dafür? Und was geben Sie Ihren Kollegen da draußen? Wie viel sind denn das? Wie viel habt ihr da draußen? 2. 2 nur? Ach so, na gut. Wenn die da draußen sind, was gebt ihr denen denn für Anweisungen mit? Ab wann sagen Ihre Mitarbeiter, ist Schluss, das ist nicht, es würde Sie mehr Geld kosten, wenn wir sie mitnehmen, als wenn Sie sich eine neue kaufen? Ab wann? Ab 100 Euro, du. Er wird immer sagen, lieber neue kaufen. Wenn er merkt, der Kunde nein will, keine neue kaufen, dann macht er die Reparatur. Wie kommen wir hier raus? Ich glaube es noch nicht so ganz. Ich habe es auch noch mal getestet, da hat es auch nicht funktioniert. Ich glaube, es geht in eine andere Richtung, aber ich bin hier, weil ich für den Herrn Schulze was machen soll. Ist kein Problem. Er soll nur mal das nur mal schriftlich schreiben, das, was Sie gesagt haben. Und dann kann man uns dafür noch mal äußern. Und wenn das so stimmt, dann kann man Ihnen das Geld zurückerstatten, so komplettes Geld. Ihr bekommt das Gutachten, dann gibt es das Geld zurück. Versprechen, Versprechen. Okay. Hand auf Herz. Alles klar. Wenn ich repariert worden, wie Sie gesagt haben. Dann kriegst du es. Ja, alles klar. Gutachten, obwohl ich das nicht dran glaube. Aber ich glaube immer an das, was mir die Sachverständigen sagen, weißt du? Okay, vielen Dank, Meister. Okay. Super, bis dann. Also, man muss es ja immer freundlich regeln am Ende. Aber zum einen habe ich das ganz feste Versprechen. Ich habe ihm tief in die Augen geguckt. Herr Schulze bekommt sein Geld wieder. Wir werden das Gutachten von Paul Engelbrecht verschriftlichen, hier hinschicken und dann gibt es bitte schön Geld. Ich habe ihm auch das Versprechen abgenommen, in Zukunft so einen wirtschaftlichen Totalschaden auch offen zuzugeben. Und trotzdem bleibe ich dabei. Herr Schulze ist abgezockt worden. Ich hoffe, das geht hier irgendwie gut aus. Wie können Sie sich davor schützen, indem Sie in solchen Fällen sich nicht nur einen dahingeklatschten Kostenvoranschlag geben lassen, sondern einen möglichst detaillierten. Was genau soll repariert werden, zu welchen Kosten? Und der Preis, der ist relativ schnell auch dem Monteur klar. Ansonsten erkunden Sie sich doch mal, was so ein Gerät in neu kostet. Heutzutage sparen die Wasser, Energie und Waschmittel. Das rechnet sich ganz schnell.